Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu deinem Impuls, Tagesimpuls für Donnerstag, den 2.4.2020. Wieder drei Karten, entscheide dich und ich fange an mit der ersten Karte. Und jetzt haben wir, den hatten wir sogar schon letzte Woche, den goldorangenen Drachen. Erweitert dein Licht für den Aufstieg. Sei ein friedvoller Krieger, hilf den Notleidenden, bestimme dich auf deine Herrlichkeit. Ja, heute geht es für dich darum, dass du schaust, was du noch machen kannst für dich, was du noch in die Wege leiten kannst für deinen Aufstieg, letztendlich auch für deinen Horizont, was kannst du noch lernen. Und wenn du das gemacht hast, dann schau auch auf die anderen um dich herum. Die werden sicherlich auch deine Unterstützung sehr gut gebrauchen können. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. So, dann gehen wir auf die zweite Tagesimpulskarte. Da haben wir den sonnengelben Drachen. Hilf dir, Tieren zu helfen. Diene den Tieren. Heile, respektiere und verstehe sie. Das sehen. So, die Karte hatten wir auch schon gezogen. Lustigerweise, das Deck hat schon einige Karten, um nur mal so zu zeigen hier. Aber wir haben die gleichen gezogen. Ja, heute geht es darum, vielleicht einem Freund oder Freunden, Bekannten mal dir eine Unterstützung anzubieten. Vielleicht schaust du mal, vielleicht geht es dem einen nicht so gut, weil er alleine ist. Vielleicht rufst du mal an oder besprichst mit ihm einen Zeitpunkt für ein FaceTime oder für ein Skype. Interview wollte ich gerade sagen, aber letztendlich einfach für ein Gespräch. Und ja, hör einfach zu, weil das tut dir auch gut und deinem Freund, deinem Gegenüber auch auf jeden Fall. Dir wünsche ich auch einen ganz tollen Tag. So, und die dritte Karte. Welchen Drachen haben wir da gezogen? Da haben wir den grünen Drachen. Hilf dir, dich auf die Geheimnisse der Natur einzustimmen. Empfange Antworten und Anleitungen aus der Natur. Richte dich an deinen göttlichen Wesen aus. Auch sehr schön. Wenn du kannst heute, das Wetter schön ist bei dir, dann würde ich sagen, raus in die Natur. Versuch deinen Kopf frei zu bekommen. Versuch neue Ideen zu kreieren. Sei kreativ in der Natur. Überlege. Ja, empfange die Antworten, die kommen. Vielleicht gibt es Sachen, die du nochmal durchdenken willst, musst. Ja, und das mach einfach in der Natur. Und dein Tag wird dadurch auch erleichterter, weil die Gedanken können dann auch frei fließen. Dir wünsche ich auch einen ganz tollen Tag. So, ihr Lieben, dann freue ich mich und hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.